Er ist auf den großen Bühnen der Welt zu Hause, spielt mit den besten Musikern zusammen, wie hier zum Beispiel mit dem Pianisten Lang Lang. Und er ist einer, der sich nicht zu 100% der Klassik verschrieben hat. Die neue CD seines Ensembles Philharmonic 5 heißt Mission Possible. Es geht um Filmmusik. Und zwar ist es mir aufgefallen, dass zwei Grand Seigneurs der Filmmusik, John Williams und Lalo Schifrin, gerade heuer, 2017, ihren 85. Geburtstag feiern. Und ich wollte eine Art Würdigung, eine Hommage an diese zwei Herren gestalten. Umtriebig ist Tibor Kovács. Sein Engagement für die Kammermusik hat bei den Philharmonikern Geschichte. Das ist eigentlich auch eine Tradition in allen berühmten Orchestern und traditionsreichen Orchestern, dass man sich in kleinen Gruppierungen auch zusammenfindet, und das ist halt einfach irgendwie wie eine Art Therapie. Und ein wenig Taschengeld kann man mit diesen Nebenjobs natürlich auch verdienen. Apropos Taschengeld, die Geige von Tibor Kovács ist eine Stradivari Cremona und 3 Millionen Euro wert. Sie gehört der Nationalbank und die beiden sind ein eingespieltes Team. Wir haben einen Riesenspaß. Egal ob im Quintett oder mit dem großen Orchester, die Liebe zur Musik steht bei Tibor Kovács über allem.